So, wir hören jetzt Wiebke Fiebig, fast unmittelbarer, oder sagen wir mal, es gibt gewisse Brücken zwischen dem vorherigen Vortrag und diesem. Jetzt hören wir die Leiterin des Energiereferats der Stadt Frankfurt. Sie war, bevor sie diese Leitungsstelle annahm, war sie Sachgebietsleiterin Wohngebäude und Haustechnik im Energiereferat. Und da hat sie unter anderem ein für unsere Fragestellung relevantes Modellvorhaben für Gründerzeitgebäude entwickelt. Frau Fiebig hat Stadtplanung an der TU Hamburg-Harburg in Aix-en-Provence und in Aix-Marseille studiert. Ich nehme an, sie spricht deshalb gut Französisch. Seit diesem Jahr ist Wiebke Fiebig außerdem stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands und setzt sich für die bundesweite Verzahnung der einzelnen Klimaschutzaktivitäten in Deutschland ein. Und Frau Fiebig konfrontiert uns mit der eher versöhnlichen These: Denkmalschutz und Klimaschutz, kein Gegensatz. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich hatte es ja einfach, weil Schulze-Daub ja eigentlich auch schon aufgezeigt hat, dass zwischen Denkmalschutz und Klimaschutz eigentlich kein Gegensatz besteht. Aber ich würde das gerne nochmal aus der kommunalen Sichtweise betrachten. Und deshalb gehe ich auch erstmal nochmal ganz kurz aufs Energiereferat ein und auf was wir als Stadt Frankfurt für kommunale Klimaschutzziele haben. Weil ich denke, das ist auch nochmal wichtig für die spätere Diskussion, wenn wir darüber sprechen, was machen wir mit unserer Landschaft, was machen wir mit unserer Baukultur. Das Energiereferat ist die kommunale Energie- und Klimaschutzagentur der Stadt Frankfurt am Main. Unsere Aufgabe ist sozusagen bei den Klimaschutzzielen die Klimaschutzkonzepte zu erstellen und auch umzusetzen. Wir verstehen uns dabei als Impulsgeber und Vorreiter für die Transformation zu einer nachhaltigen Energieversorgung und Nutzung, weil die Energiewende bedeutet einfach, wir haben wirklich eine große Aufgabe vor uns und im Grunde genommen geht es eigentlich auch um eine gesellschaftliche Transformation. Wie gehen wir mit Energie um? Wie produzieren wir sie? Die Stadt Frankfurt hat auch das 100% erneuerbare Energien-Ziel. Das ist beschlossen worden 2012. Das umfasst die Bereiche Wärme, Strom und Mobilität. Also es geht wirklich darum, dass wir dann 2050 komplett durch erneuerbare Energien versorgt werden wollen. Und dieses Ziel ist für uns eigentlich auch ziemlich wichtig, weil wir denken jetzt unseren Klimaschutzkonzepten wirklich von diesem Ziel heraus. Und dieses Ziel bedeutet eigentlich auch, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Also 2050 könnten wir das Energiereferat dann auch schließen. Und wir haben dann sozusagen auch die Verantwortung, wenn wir weltweit auf den Klimaschutz gucken, dann erfüllt. Und wir hoffen natürlich, dass in Paris gute Ergebnisse rauskommen. Aber andererseits sind wir auch in Frankfurt entspannt, weil wir gehen weiter darüber hinaus und wir wollen einfach auch zeigen, dass es möglich ist. Dieses Ziel beinhaltet aber erstmal eine Reduzierung des Energiebedarfs gegenüber 2010, weil ohne das können wir es einfach nicht erreichen. Und Frankfurt hat auch eine ziemlich kleine Stadtfläche. Das heißt, wir werden auch nie selber die erneuerbaren Energien auf dem Stadtgebiet von Frankfurt bereitstellen wollen, weil da müssen wir, glaube ich, komplett den Stadtwald, den Grüngürtel und alles an Grünflächen aufgeben. Und das ist einfach auch nicht sinnvoll und auch zielführend. Unser Ziel ist dann zukünftig, den restlichen Energiebedarf zur Hälfte in Frankfurt bereitzustellen und dass wir den Rest aus der Region importieren. Wir haben bewusst diesen Ansatz gewählt mit der Region, weil dann guckt man wirklich, wo sind hier die Potenziale, was können wir machen und wir machen es uns nicht einfach und sagen, Offshore-Parks in der Nordsee werden schon richten oder Solarkraftwerke in Spanien oder auch die Wasserkraftwerke in Norwegen. Wichtig ist es auch, dass wir nicht nur auf CO2-Emissionen gucken. Wir brauchen eine stabile Energieversorgung 2050. Sie muss sozialverträglich sein, auch für Mieter oder auch einkommensschwache Haushalte, dass sie weiterhin immer noch Energie beziehen können. Aber sie muss auch wirtschaftlich sein. Wir müssen auch Unternehmen mitnehmen. Und wir könnten auch hier noch ergänzen, sie muss auch schön sein und im Grunde muss sie auch Spaß machen. Und auch hier nochmal der Aspekt der zeitlichen Dimension. Herr Schulze-Daub hat es ja schon angesprochen, wir müssen wirklich gucken, eigentlich, wie können wir den Bedarf im Winter stellen. Und das Bild, denke ich, stellt das sehr gut dar, dass wir auch durch
trotz Klimawandel ab und zu auch nochmal Schnee haben werden oder auch die Sonnenleistung generell im Winter einfach schlechter ist. Und es ist wirklich die Herausforderung, die Wintermonate sozusagen dann sicher die Energie bereitzustellen können. Aber ganz wichtig, wir haben auch nochmal diesen wirtschaftlichen Aspekt. Im Rahmen dieses Klimaschutzziels haben wir ein Konzept erstellt, das heißt der Masterplan 100% Klimaschutz. Und dort haben wir ermittelt, in Frankfurt geben wir insgesamt 2 Milliarden Euro pro Jahr für Energie aus. Ein Großteil von diesen Kosten fließen aus der Region, aus der Stadt, weil wir importieren Öl, Gas, also aus Russland oder auch aus dem arabischen Raum. Das heißt, wir sehen einfach auch eine Chance durch Energieeinsparung erneuerbarer Energien, dass das Geld in der Region bleibt und dass sozusagen auch die Region und die Stadt Frankfurt davon profitieren und natürlich, dass auch der einzelne Bürger davon profitiert, weil es geht auch darum, eigentlich, dass in der Energiewende auch die Bürger an den Gewinnen partizipieren sollen und gerade die Bürger und auch die Landwirte haben ja eigentlich die Energiewende vorangebracht. Nochmal kurz zur Ausgangslage, dass Sie auch nochmal sehen können, wie schwierig eigentlich trotz allem diese Aufgabe ist. Wir haben 2010 22.000 Gigawattstunden Endenergie in Frankfurt verbraucht. 2010 hatten wir einen Anteil von 3,2% bei den erneuerbaren Energien. 2013 konnten wir den auf 6% steigern, aber durch das EEG-Novellierung merken wir schon deutlich 2050, dass die Zuwachsraten in der Solarenergie deutlich zurückgehen. Und wir brauchen 2050 noch insgesamt 5.500 Gigawattstunden in Frankfurt. Wir nutzen aber bereits viele Potenziale. Eigentlich fast vollständig Abfall, Wasser, Biomasse nutzen wir eigentlich schon, was hier vorhanden ist. Und wir haben, wie gesagt, wenig Freifläche. Deshalb ist eigentlich das größte Potenzial, was die Stadt Frankfurt hat, wirklich die Energieeinsparung. Und es geht gar nicht in der Diskussion, dass erneuerbare Energien ausreichen. Wir müssen wirklich auf beide Aspekte achten, erneuerbare Energien und die Energieeinsparung. Und nach dem Vortrag von heute habe ich diese Folie nochmal eingefügt, weil ich auch nochmal zeigen wollte, wie 2050 eine Energieversorgung in Frankfurt aussehen kann. Das ist, rechts sehen Sie die Verbräuche, wie sie zukünftig sich aufteilen. Blau steht für Strom, rot für Wärme. Und der ganz wichtige Bereich ist, wir gehen im Wärme davon aus, das wurde alles kalkuliert, das wurde simuliert und auch mit Kosten bezogen, dass wir 72% bei den Haushalten an Energie einsparen müssen. Und das ist im Wärmebereich dann auch die Energiegewinnung. Und wenn wir anschauen, wie wir die direkte Stromproduktion bereitstellen, dann spielt in Frankfurt die Windkraft keine Rolle. Das liegt daran, wir haben die Flugsicherheit, die verbietet es, dass wir die Windkraftanlagen, die vorgesehen, bauen können. Das bedeutet aber auch, unsere Region hat ein sehr geringes Potenzial an Windenergie. Wir sind dicht bebaut, wir haben die Flugsicherheit, wir haben den Limes, der ist auch ausgenommen, da dürfen keine Windkraft stehen. Und wir haben auch generell nicht so das Potenzial. Das heißt, wir haben festgestellt, wir kommen alleine mit der Region nicht aus. Wir brauchen auch noch Windenergie aus dem Land Hessen, weil Mittel- und Nordhessen ein größeres Potenzial hat. Wärme direkt wird Solarthermie eine große Rolle spielen und dann zukünftig den größten Anteil kommt halt über die Kraft-Wärme-Kopplung, wo wir halt bei Abfall und Biomasse sehr viel eigentlich Biomasse unter dem Aspekt von Abfällen betrachten. Also es geht nicht darum, jetzt unbedingt viel Bioenergiepflanzen anzubauen und das ganz wesentlich auch für uns ist, wir haben eine sehr hohe Chemieindustrie, der höchste Energiebedarf von Frankfurt geht in die Industrie, das heißt auch unsere Biomasse geht erst in die Industrie, weil dort müssen wir erstmal die Prozesswärme von höheren Temperaturniveaus bereitstellen. Und ich wollte Ihnen das einfach nochmal zeigen, weil wir in Frankfurt einfach die Erfahrung gemacht haben, wir haben gar nicht viel Potenzial oder Spielraum. Was wir haben, ist ziemlich gering. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir am besten das, was wir haben, nutzen können und dass es aber auch verträglich ist mit sozialen Aspekten, auch der Ökonomie, aber auch den ästhetischen. Nochmal hier zur Erwähnung, Reduzierung des Wärmebedarfs um 75%. Und was bedeutet dies jetzt für den Gebäudebereich? Wir haben in Frankfurt 85% der Wohngebäude sind älter als 30 Jahren. Das entspricht auch den meisten anderen Städten. Und wir haben in Frankfurt sehr viele denkmalgeschützte und schützenswerte Gebäude. Also wir haben sehr viele Gründerzeitgebäude. Wir haben auch sehr viele Ernst-May-Häuser aus den 20er Jahren. Und gerade die Ernst-May-Häuser stehen auch zum großen Teil unter Denkmalschutz.
Aber auch wenn die Gebäude halt vielleicht nicht von vornherein als schützenswert eingestuft werden, geht es aber auch um die restlichen Gebäude, dass wir dort auch eine ästhetische Sanierung hinbekommen. Die Frage für uns als Stadt ist auch, welchen Weg müssen wir im Bereich Gebäude dann konkret gehen? Und zum einerseits haben wir auch im Gebäudebereich die große Frage, welchen Standard brauchen wir bereits heute, um die Ziele zu erreichen? Also wir müssen heute schon die Zukunft mitdenken, weil das liegt daran, wir haben im Gebäudebereich sehr große Erneuerungszyklen. Im Grunde genommen, ein Gebäude wird alle 50 Jahre erneuert von den Bauteilen her. Und nur dann, wenn Sie die energetische Sanierung mit der Instandhaltung koppeln, ist es ja auch wirtschaftlich. Wie Herr Schulze da schon gesagt hat, deshalb macht es auch keinen Sinn, einfach die Sanierungsquote zu erhöhen, weil wir wollen eigentlich nur dann, wenn es wirtschaftlich ist, auch sanieren. Das heißt, was jetzt gebaut oder saniert wird, wird bis 2050 nicht nochmal angefasst. Es ist heißt jetzt schon entscheidend, auch für unsere Ziele, können wir sie erreichen oder nicht. Das heißt, eine mittelmäßige Sanierung oder ein Neubau nur nach NF ist für uns eher eine Hypothek für unsere Klimaschutzziele. Deshalb arbeiten wir gerade an einem internetbasierten Simulationsprogramm, wo wir sozusagen für die verschiedenen Gebäudetypen, wo auch die also Gründerzeitgebäude, Mehrfamilienhäuser, 15 Jahre, wir dann theoretisch durchspielen können, mit welchem Sanierungsstandard wir unsere Ziele erreichen oder wie viel erneuerbare Energien wir brauchen. Und wir hoffen zwar, dass wir einen Spielraum noch haben werden, aber wir werden sehen, wie groß der ist. Aber auf dieser Basis können wir dann halt auch ganz andere Entscheidungen treffen. Wir können Entscheidungen über Förderprogramme treffen. Wir können auch dann über neue Beschlüsse dann reden. Aber das bedeutet nicht, dass jedes Gebäude einen ganz ambitionierten Standard erreichen müssen. Hier sehen Sie die Ernst-May-Häuser, sondern wir müssen auch individuell wirklich nach den Gebäudetypen gucken, was ist möglich und was ist sinnvoll. Und zu diesem Aspekt, ob Denkmalschutz und Klimaschutz vereinbar ist, ich habe immer den Eindruck, viele wissen gar nicht, dass es eigentlich einen Ausnahmebestand in der Energieeinsparverordnung gibt. Also denkmalgeschützte Gebäude können sozusagen befreit werden von den energetischen Auflagen. Das heißt, der Gesetzgeber hat vorgesehen, soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung, die Substanz oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen, kann man sozusagen abweichen. Das heißt, wir haben gar keine Verpflichtung dazu, denkmalgeschützte Gebäude von der Gesetzgebung energetisch zu optimieren. Aber wir haben auch natürlich von Seiten der Nutzung auch die Wünsche an den Denkmalschutz nach Komfort und Behaglichkeit. Herr Schulze-Daub hat das ja auch von den Mönchen gesprochen, die es auch warm haben wollen. Ich persönlich wohne im Gründerzeitgebäude und die Wintermonate sind jetzt Behaglichkeit nicht immer die schönsten, weil es zieht und die Oberflächen sind kalt. Und der andere Punkt auch bei denkmalgeschützten Gebäuden ist, die Nutzung des Gebäudes muss bezahlbar sein. Wir haben in Frankfurt denkmalgeschützte Gebäude, die stehen zum Teil leer. Und die werden zum Teil nach einiger Zeit, wie aktuell, abgerissen, weil wir zum Teil keine Sanierungsmöglichkeiten, gerade in der Nähe des Hauptbahnhofs, wo früher das Polizeipräsidium sitzt, steht das Gebäude leer, es verfällt und sozusagen werden die Kosten immer höher und dadurch wird auch die Frage immer größer, wird dieses Gebäude wirklich weiterhin noch erhalten oder wird es abgerissen und weicht Wohnräumen. Das heißt, energetische Sanierung muss nicht sein, aber es ist ein wichtiger Aspekt, aber auch um diese Gebäude langfristig zu erhalten. Und was aus Sicht des Energiereferats machen wir jetzt? Wir bauen Beratungsangebote auf, wir führen Modellvorhaben durch und unser grundsätzlicher Ansatz ist im Energiereferat informieren, beraten und fördern. Und zum Beispiel haben wir als Energiereferat diesen Leitfaden erstellt, wo wir eigentlich aufzeigen, wie können Gründerzeitgebäude saniert werden. Das ist für Bauherren, wo dann zum Beispiel vorgeschlagen wird, die Innendämmung zu machen bei der Straßenfassade. Es wird auf Bauphysikbestandteile eingegangen. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass Bauherren auch erstmal eine Hilfestellung bekommen, was können sie überhaupt machen. Wir haben aber auch Informationsbroschüren über das Thema Wärmedämmstoffe, weil wir einfach feststellen, es wird immer über Polystyrol gesprochen, aber viele kennen eigentlich nicht die Alternativen und deshalb ist es wichtig, einfach mal aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Und für uns ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil die Beratung, weil eine energetische Sanierung ist ein
höchst komplexes Vorhaben. Als Bauherr, wenn Sie nur ein eigenes Gebäude haben, stehen Sie vor vielen Fragen, Sie stehen vor vielen unterschiedlichen Aussagen und Sie können sehr schnell überfordert sein. Wenn Sie ins Internet gehen, haben Sie auch viele Foren, wo ich Ihnen eher abrate, sich dort aufzuhalten, weil nicht jeder ist ein Experte von Bauphysik und es gibt Vorurteile, die sehen wir immer wieder, sozusagen die atmende Wand. Und durch Dämmung kriege ich Schimmel, aber es ist eigentlich das Gegenteil, wenn es richtig gedämmt wird, verringern Sie das Risiko, dass Schimmel überhaupt entstehen kann. Und nochmal auch kurz zu Dom Römer, warum wir den Herrn Schulze-Darup dann noch beauftragt haben, weil wir auch festgestellt haben, wir haben den Passivhausbeschluss, der auch für dieses Areal gilt, aber wir haben, wie gesagt, dort einen Entwurf, der vom Bauverhältnis auch ein bisschen schwierig ist und wir sind nicht dogmatisch, was der Passivhausstandard angeht, sondern wir sehen eigentlich den Punkt eher, wir wollen eine energieoptimierte Lösung haben und das heißt, hier geht es wirklich darum, energetisches und ästhetisches Optimum zu erreichen. Und Herr Schulze-Darup hat deshalb die Aufgabe, dann mit den ganzen Architekten und auf der Baustelle sozusagen für uns sozusagen unser Anwalt zu sein und dann ihm auf seiner charmanten Art und Weise dann das auch die Leute zu überzeugen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht auch viel um Kommunikation und Information, weil es gibt da verschiedene Leidenschaften bei Seiten der Architekten. Und Handwerker sind auch sehr schnell mal beleidigt, wenn man gerade erwähnt, dass das, was sie machen, bauphysikalisch vielleicht später etwas schwierig sein kann. Das heißt, sie müssen schon wirklich gut wissen, wie sie die verschiedenen Sachen umsetzen. Und sie werden immer wieder Situationen haben, wo sie sozusagen energetische Lösungen vor sich haben, wo sie sagen, das ist eigentlich suboptimal, aber weil die Kosten zu hoch wären, es zu ändern oder weil es ästhetisch einfach wichtiger ist, dass das Gesamtbild stimmt, sie dann auch sagen, okay, damit können wir leben. Wichtig für uns ist aber, dass man es versucht, energetisch zu optimieren. Wir kriegen immer nur dann ein Problem, wenn jemand kommt, nee, Passivhaus will ich nicht, ich will eigentlich nur NF bauen, weil wir sagen, das geht nicht. Ihr müsst schon erstmal zeigen, dass ihr es versucht und dann können wir darüber reden, wo die Probleme sind, wo man davon abweichen kann. Wir haben als Energiereferat 2010 mit anderen Akteuren den Energiepunkt gegründet. Seit 2013 bieten wir dort eine kostenlose, unabhängige Energieberatung für Bauherren an. Das heißt, wir stehen da auch in Kooperation mit dem Denkmalamt. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass ein Bauherr eine Anlaufstelle hat, wo er einfach jegliche Fragen zur Bauphysik, zur Technik, zur Auftragsvergabe stellen kann. Und in der Regel kriegen die Bauherren einen Crashkurs in der Bauphysik. Und kriegen auch sozusagen Hilfestellung, was können sie bei Handwerkern, bei den Angeboten verlangen. Und das führt auch manchmal dazu, dass die Bauherren dann so gut geschult sind, dass der Handwerker sagt, naja, wenn der das alles fordert, was nach den DIN-Normen alles vorgeschrieben ist, dann gebe ich lieber kein Angebot ab, das könnte zu anstrengend werden. Und da ist nochmal die Auflistung, wichtig für uns ist, es ist unabhängig, es ist kostenlos und ein wichtiger anderer Aspekt ist, im Energiepunkt sind die Handwerksinnungen Mitglied, die Handwerkskammer Energieversorgung und der wichtige Aspekt ist auch die Qualitätssicherung, weil wir wissen eigentlich, was wir machen müssen und das Problem ist aber von der Planung in der Umsetzung bis zur Nutzung des Gebäudes, dass die Qualität stimmt und da müssen wir halt wirklich weiter dran arbeiten und auf der Ebene des Vereins haben wir dort eine gute Plattform gefunden, weil wenn wir seitens der Stadt zu den Handwerksinnungen gehen würden und sagen, na, wir sehen da ein paar Probleme, dann fühlen die sich angegriffen, aber auf der Ebene des Vereins sind wir alle gleichberechtigte Mitglieder und da sagt man dann auch mal offen und ehrlich, wie es ist und da arbeiten wir dann gemeinsam auch an Lösungen. Wir haben als Energiereferat zwei Modellvorhaben gefördert, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt diese Broschüre erstellt, wir wollen wissen, wie das in der Praxis stattfindet. Und das eine Modellvorhaben steht in der Mörfelder Landstraße 46. Sie sehen links, wie sieht es aus vor der Sanierung und wie es dann nach der Sanierung aussieht. Dieses Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz, es war nur schützenswert und das Ziel war halt, die Fassade und so die sonstige Gestaltung zu erhalten. Es wurde mit Passivhauskomponenten dort gearbeitet. Das war für uns auch wichtig zu gucken, wie weit kommen wir auch sozusagen in diesem Bereich. Hier sehen Sie die Lüftungsanlagen, die eingebaut worden sind. Diese Lüftungsanlage hängt unter der Decke im Bad und eigentlich läuft die Verteilung über den Flur. Und wir haben in Gründerzeitgebäuden Raumhöhen von über 3 Meter. Da macht es nicht, wenn man um 20 Zentimeter mal die Decke abhängt. Und es ist eigentlich auch nur im Flur. Dann wurde eine Innendämmung
angebaut und eingebaut. Und wichtig ist es auch, dass sie die Innendämmung auch um die Ecke ziehen. Weil in dem Fall haben sie auf der Außenwand eine Dämmung, aber sie haben ein Gesims, was um die Ecke geht. Das heißt, sie haben keinen kompletten Anschluss von Innendämmung und Außendämmung. Deshalb muss es rübergezogen werden. Und ganz wichtig ist es auch bei so einem Vorhaben, dass sie eigentlich einen Architekten auf der Baustelle haben, der die Qualitätssicherung macht. Wir waren mit der damaligen Dezernentin Frau Rottmann auf einer Baustellenbesichtigung und zwischendurch hatte man dann irgendwann die Flüche von den Architekten gehört, der nämlich wieder Platten abgerissen hat, weil die nicht richtig verklebt waren. Und das ist halt bei Innendämmung auch sehr wichtig, dass es richtig angebracht wird. Das war sogar ein Projekt, was im bewohnten Zustand saniert wurde, was man jetzt in der Praxis nicht unbedingt empfehlen kann. Aber die Bauherren hatten halt nicht das Geld, sozusagen das Gebäude leer stehen zu lassen. Und dann wurde das halt versucht. Es war für alle Akteure anstrengend. Und sie haben dann manchmal auch so Besonderheiten wie ein Wasserbett, was sie da nicht verschieben dürfen, weil nur ein geprüfter Wasserbettplaner das Wasser ablassen darf. Das sind dann so Besonderheiten, wo dann der Architekt dann auch manchmal verzweifelnd dasteht und eigentlich einen Termin mit allen Beteiligten gemacht hat und man gucken muss, was man machen kann. Am Ende blieb das Wasserbett da stehen, wo es war, und man hat eine andere Lösung gefunden. Das ist nochmal das Beispiel der Dämmung. Man kann ästhetisch sich auch über diesen Aspekt noch unterhalten, ob man das anders löst, sozusagen, dass es einen Versprung von der Außendämmung zur Straßenfassade gibt. Im denkmalgeschützten Bereich wäre wahrscheinlich dort keine Außendämmung angekommen. Die Rückwand wurde außen gedämmt und dann wurde das halt wieder nachgebildet und hier sehen Sie die Auslässe von der Lüftungsanlage. Die Mörfelder Landstraße ist direkt hinter dem Südbahnhof und glaube eine vierspurige Straße. Also die Mieter waren sehr froh über die Lüftungsanlage, weil sie eigentlich dort gar nicht lüften können, weil sie eine sehr große Lärmbelästigung, aber auch Emissionsbelästigung an sich hatten. Von den Werten konnte die CO2-Emission, hier die Planungswerte um 86% reduziert werden. Hier wurden Holzpelletofen auch noch eingebaut, der halt viel macht und energetisch wurde halt planungstechnisch ausgerechnet, dass wir dann bei 38 Kilowattstunden pro Quadratmeter liegen. Ausgangslage war 170. Wir kämpfen leider immer noch mit der Heizkostenabrechnung, deshalb kann ich Ihnen auch keine Verbrauchswerte von Ist-Zustand sagen, aber das ist ein anderes Problem, dass Heizkostenabrechnungen oft falsch sind, nicht leserlich und die Zahlen in dieser Heizkostenabrechnung sind sehr widersprüchlich und wir müssen immer noch den Fehler finden, um dann wirklich zu wissen, wie wir da stehen. Ein anderes Projekt war eine Sanierung eines Ernst-May-Reihenhaus mit dem innovativen Dämmstoff Vakuum, also Vakuumpaneele. Bei der Innendämmung? Ja, wenn Sie Vakuumpaneele. Ja, die ist hier von außen. Das ist ja Außendämmung. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude gewesen. In der Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt wurde dann sozusagen diese Sanierung vollführt. Normalerweise hätte das Denkmalamt nicht erlaubt, ein einzelnes Reihenhaus zu sanieren, aber da haben sie gesagt, weil es ein Modellvorhaben ist, machen sie es. Und sie sehen halt die Veränderung. Also es gibt eigentlich einen Versprung von 2 Zentimetern und das Denkmalamt war eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auch dazu haben wir eine Broschüre gemacht. Und der Ansatz war eigentlich hier, dass die Eigentümer gesagt haben, ich will dämmen und das Denkmalamt hat gesagt, nee, das ist eigentlich nicht möglich. Und dann hat sozusagen das Energiereferat zusammen mit dem Architekten Jürgen Werner einen Vorschlag erarbeitet, weil das wir im Energiereferat sind dann manchmal immer sehr ehrgeizig. Wir wollten trotz der Möglichkeit der Befreiung die Vorgaben der NF 2009 einhalten. Für den U-Wert, also den Wärmedurchgangskoeffizienten des Bauteils. Und das war eigentlich nur möglich, wenn wir Vakuum dämmen, weil die Vakuumdämmung haben wir 5 cm aufgebracht. Bei der Vakuumdämmung ist das Problem, dass Sie industriell 4 Formen vorgefertigt bekommen und dass Sie bei den anderen Modellformen, die es gibt, müssen Sie ein Millimeter genaues Aufmaß des Gebäudes machen und theoretisch Sonnenanfertigung von den Vakuumpaneelen beauftragen, was dann sehr teuer ist, deshalb wurde hier die Lösung einfach genommen, wir nehmen die vorgefertigten Paneele, setzen die an diese Fassade an und alles da, wo es auch ein bisschen schwierig von den Anschlüssen ist oder wo es nicht ganz passt, nehmen wir den nächstbesseren Dämmstoff Risol-Hartschaum.
Hier ging es auch zu überprüfen, was passiert mit der Vakuumdämmung, wenn wir es anbringen. Wir haben auch die 2 Jahre danach Thermografieaufnahmen durchgeführt. Wir konnten nicht erkennen, dass die Vakuumdämmung kaputt gegangen ist. Auch wenn das Vakuum kaputt geht, ist es immer noch genauso gut wie der Resol-Hartschaum, also der Dämmstoff. Das heißt, das Vakuum ist nicht der Hauptbestandteil, warum die Dämmeigenschaften so gut sind. Aber es war auch sehr spannend, die Handwerker zu sehen. Das ist nämlich auch in der Praxis sehr interessant. Hier war es nämlich so, bis zum Pressetermin haben die Handwerker sehr fleißig gearbeitet. Nach dem Pressetermin war dann die Baustelle etwas verwaist. Aber wir haben festgestellt, auch mit schlechten Handwerkern können sie sogar Vakuumdämmung anbringen, weil es wurde dann nämlich, bevor es verputzt wurde, wurden nämlich die einzelnen Paneele nochmal überprüft, weil man festgestellt hat, wenn man gegenklopft, kann man ein bisschen rausfinden, ob es beschädigt wurde oder nicht. Aber es wurde auch ein Panel abgenommen, was eigentlich nicht beschädigt war. Aber das sind dann die Praxiswerte. Das Problem bei der Vakuumdämmung sind eigentlich die Kosten. Mit Denkmalschutzauflagen lagen wir, glaube ich, bei 260 Euro. Pro Quadratmeter, und die Schwierigkeit, die wir sehen, ist, dass auch wenn vielleicht es mehr Dämmungen mit Vakuumpanelen gibt, dass nicht unbedingt der Preis sich verändern muss, weil ich gehört habe, auf die Kieselsäure, die ein Bestandteil der Vakuumdämmung, gibt es ein Monopol in Belgien, und Monopole führen nicht unbedingt dazu, dass ein Preis runtergeht, aber ich habe schon mit einem Kollegen von Infrasurf, dem Chemiepark in Frankfurt, gesprochen, und der meinte einfach, ja, dann machen wir doch ein Modellvorhaben, wir finden bestimmt irgendeinen anderen Stoff, den man nutzen kann, und da werden wir mal schauen. Also da sieht man auch die Symbiose zwischen Chemieindustrie und Klimaschutz, dass das möglich ist. Hier ist nochmal die Fertigstellung noch ein bisschen näher. Also es wurden auch die Details der Fensterbänke auch alles denkmalgerecht nachgebildet. Und der andere Aspekt, was ja auch wichtig in der Stadt Frankfurt ist, dass wir ein Modernisierungsförderprogramm haben, also dass wir fördern wollen. Und was Sie hier auch schon im Titel sehen, es geht nicht nur um die energetische Modernisierung, es geht auch um die Verbesserung des Wohnumfeldes und die Stadtbildpflege. Das heißt, in diesem Programm ist sozusagen die Ästhetik schon mit beinhaltet, und ich meine auch, dass Denkmalschutzmaßnahmen extra gezeigt werden. Hier ist auch nochmal ein denkmalgeschütztes Projekt in der Riederwaldsiedlung, wo wir auch zusammen mit den Bauherren und dem Stadtplanungsamt und dem Energiereferat nämlich den Resol-Hartschaum damals zum ersten Mal genutzt haben. Und dadurch war es auch möglich, dass diese Gebäude von außen gedämmt worden konnten und trotzdem die Denkmalschutzauflagen eingehalten werden konnten. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, was wir für einen Gesamtansatz haben. Wir müssen uns zwar jedes einzelne Gebäude angucken, aber wir wollen eigentlich auf die Quartiersebene gehen, weil wir auf der Quartiersebene neben der Energieeinsparung auch die Energieversorgung mitdenken können. Und deshalb werden wir vermehrt Anträge bei der KfW stellen, weil die fördern die Erstellung von energetischen Quartierskonzepten. Und was uns auch ganz wichtig ist bei diesem Förderprogramm, sie bekommen dann auch einen Sanierungsmanager, Klimaschutzmanager vor Ort gefördert. Und das ist eigentlich der Punkt, warum wir es auch hauptsächlich machen wollen, weil wir es ganz wichtig finden, dass es dann vor Ort in den Quartieren einen Ansprechpartner gibt. Das heißt, Bauherren, ob es jetzt denkmalgeschütztes Gebäude ist oder ein anderes Gebäude ist, einfach vor Ort sprechen können und dass dieser auch sozusagen vor Ort, auch wenn saniert wird, auch ein bisschen bei der Qualitätssicherung hilft. Im Grunde genommen, was Herr Schulze-Daub für Dom-Römer-Siedlung macht, wir dann in den einzelnen Quartieren haben. Und ein Beispiel, warum wir es wichtig finden, Energieversorgung und energetische Sanierung zusammenzudenken. Wir haben diese Gründerzeitgebäude, wo wir festgestellt haben, wir haben nicht das gleiche Energieeinsparpotenzial, wenn sie zum Beispiel 50er-Jahre-Gebäude dämmen. Das kriegen sie auch nahezu auf Passivhausstandard. Und da wir ja diese Fassaden erhalten wollen, muss ich noch mal kurz auch einen Schwenk machen. Ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt, dass das nicht vereinbar ist, weil ich kenne keinen Kollegen in anderen Städten, die sagen, wir wollen jetzt einfach alles von außen dämmen, und im Grunde genommen wird im kommunalen Klimaschutz eigentlich auch immer sehr auf die Ästhetik mitgeachtet. Manchmal bin ich ein bisschen verwundert, warum man immer diese Angst hat, dass Klimaschutz bedeutet, dass wir die Bauästhetik generell schädigen. Es gibt natürlich auch schlechte Beispiele, aber im Grunde genommen wollen wir eigentlich alle dies erhalten. Bei diesen Gründerzeitgebäuden haben wir jetzt den Vorteil, diese Quartiere sind in der Regel in Frankfurt dicht bebaut, also ideal für KWK, also Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärmenetze. Deshalb haben wir einfach mal angeguckt,
wo sind eigentlich hauptsächlich Gründerzeitquartiere in Frankfurt? Das ist grob in diesem blauen Bereich. Hier sehen Sie die Fernwärmekarte der Netzdienste Rhein-Main. Das haben wir mal übereinander gelegt. Das heißt, wir haben nur ein kleines Gebiet, was sozusagen an die Fernwärme angeschlossen werden könnte. Interessanterweise sind die meisten Gebäude auch nicht an die Fernwärme angeschlossen, sondern an Gas. Also wir haben hier Parallelstrukturen. Die Fernwärme ist eigentlich dazu da, die großen Bürogebäude zu versorgen. Aber wir sehen hier eigentlich noch ein riesiges Potenzial für den Ausbau von Nahwärme. Und dann könnte man auch sagen, wenn wir dann erneuerbare Fernwärme haben, ist unsere Hoffnung, dass wir dann auch nicht ganz so ambitionierte Sanierungen durchführen müssen. Und momentan wird ein Ringschluss der Fernwärme geplant. Das heißt, hier oben ist das Müllheizkraftwerk, hier ist das große Heizkraftwerk. Und momentan werden diese Fernwärmesysteme verbunden. Das ist einfach auch besser, um später flexibler diese Kraftwerke steuern und fahren zu können. Und dann soll auch noch hier Fernwärmeleitung ausgebaut werden. Das heißt, langfristig sehen wir die Potenziale, dass von dieser Leitung wieder Nahwärmeinseln aufbauen können und dann sozusagen diese Gründerzeitquartiere mit einer erneuerbaren Energiequelle versorgen. Weil wir sehen jetzt nicht, wie in unserem Modellvorhaben, die Holzpellets in jedem Gebäude, sondern wirklich die Holzpellets in der Industrie. Und das wäre auch mit anderen Emissionen belastet, wenn wir sozusagen hier überall Holzpelletsofen haben, weil die werden ja in der Regel durch LKWs angeliefert und das würde auch mit Feinstaub dann zu anderen Problemen führen. Das heißt, mein Resümee ist, Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Klimaschutz ist kein Problem, es ist möglich, wir müssen halt flexibel sein, das energetische Optimum suchen und wenn es halt nicht geht, dass wir von außen dämmen können und es auch vielleicht aufgrund von einer schönen Holzverkleidung auch keine Innendämmung geht, dann verzichten wir eigentlich ohne Probleme auf diese und trotz allem, glaube ich, werden wir unsere Klimaschutzziele trotzdem noch erreichen können. Vielen Dank.